Oh mein Gott! Okay. Pikachu! Okay. Oha! Okay, unknown. Pokémon Presents. Junge, wie sick! Vorher stand, da stand aber was anderes. Hey, wie geil! Nein, stopp! Geht gleich wieder, Chat. Geht gleich wieder. Mhm. F5. Okay. Lade nicht an mir, lade nicht an mir. Alles gut, lade nicht an mir. Hello everyone. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Ja, ist nur Kapu. Today, February 27, is Pokemon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Ja. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. Laufen und schlafen. To create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventure. Jetzt kommt was Neues. Angeln. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokemon, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Gen 1 Remake. Hello, I'm Utsunomiya from the Pokemon... Utsunomiya! I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games so far. To commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events, where you'll be able to face off against the Mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. We hope you will all enjoy these raids. Yeah. Today, I'd also like to share the latest updates on a number of our other games. Raids Shaman X. Oh, sick transition. Holy shit! Pokémon Go! Woohoo! Ist nix auf dem Bingo Chart. Oh! A collaboration Anime! With Pokemon Go is on its way. Jetzt läuft sie aber. Gleich schon Bingo oder wie? Pikachu wearing Cap's hat is making its debut. Yeah. It even knows an attack new to Pokemon Go, Volt Tackle. Das war's, Presents ist vorbei. Charcadet, Armourouge and Cerulean okay, are coming big, too. Big. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick and go snapshot. So set out on an adventure with your new friends. Yeah. Jetzt neu bei Toggle. Sick Transition. Nämlich mit auf eine Reise. Pokémon Sleep. Mm. Was ging da ab? Yo, Raikou! Heavy wild! Yo, wie sick! Erstmal ein Foto auf Instagram. Das ist ein Raikou in meinem Zimmer. Können wir mal darüber reden? Ah, okay, nächstes Mal Raikou. Okay. Sick. Ich kann ein echtes Raikou in meiner Bude haben? Yo, was? Masters! Die lassen mich erstmal mein Bingo füllen hier. We're just getting started. Wir brauchen nur VGC, dann haben wir einen Bongo. You're the greatest and strongest partner I could ask for. Fight! Okay, Silber mit Mega Tita. Mega Entwicklung! Oh, okay. Silber sieht übersick aus. Yeah, Ursu Lucario, yeah. Wir haben diesen Fix, ne? Diesen Fix. Unite. Kaffee Remix. Gib mir Google! Ich dachte, die machen was zu Sneebel. Ey, wie süß Gierschwänz ist! Yo!
We need to go! Big. Unite. Ja. Okay. Shiny Rayquaza. Miraidon kommt. Ja, ich glaube, da kommt nichts Neues. Legit. Miraidon und Shiny Rayquaza, das war's. Okay, Legios. Ja, kennen wir schon. Den Leaks leider. Kennen wir leider schon. Dazu klar, das kennen wir leider schon von den Leaks. Auch wenn es sick ist. Auch wenn es sick ist. Yeah, Pokémon Unite, yeah. Okay. Okay. Pokémon Rot und Blau. Rot und Blau. Rot und Blau Remake. Moving on. Please have a look at this video. Oh Gott. Oh Gott. Ah! You got a pack? TCG? Hä? Hä? Das sind aus ganz vielen verschiedenen Sets. Hä? Ich hab Pokémon TCG gar nicht aufgeschrieben beim Bingo, merke ich gerade. Okay, das ist irgendwie cool, aber ich check's noch nicht so ganz. Es ist einfach die TCG. Ne, es ist was ganz anderes. Oh, das ist 3 gegen 3. Das ist so wie Yu-Gi-Oh! Duel Links. Das ist wahrscheinlich sowas wie Duel Links, nur mit Pokémon. Yo, okay, übertreib. Es ist Pokémon Duel Links, scheinbar. Aber die Karten sehen sick aus. Ich glaube, das sind neue Karten, ne? Ja, Pokémon Sammelkartenspiel Pocket. Das ist Duel Links. Du kannst täglich 2 Packs kostenlos öffnen. Erscheint 2024, okay. Ist nicht schlecht. What you just saw was the world's first Pokémon trading card game Pocket. Kann machen. This game lets you easily collect Pokémon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996. Kann machen. In a new digital format. Ich unnötig, to be honest, ja, aber ich beschwere mich nicht über this game as a three-party collaboration über was Creatures was wir einfach so bekommen. Creators of the Pokémon trading card game and DNA are partners in the development of Pokémon. Ah, stimmt, ja, das ist DNA. Stimmt, DNA ist genau. Here's a message from Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Mr. Kitano, take it away. Hello everyone, I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. I'd like to start by thanking everyone for enjoying the Pokemon trading card game. With Pokemon trading card game, so viel Zeit. We hope to bring you all a new way to enjoy the Pokemon trading card game. So we are hard at work developing digital cards. When we develop physical cards, we strive to please by taking great care with our paper quality, colors, and printing process. Aber die sehen echt hübsch aus, die Karten. Since this game uses mobile devices rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways that are only possible digitally. Such as using the characteristics of the screen to show off brilliant colors and stylish effects. Die sehen halt krank aus, ne? One way we're accomplishing this is with immersive cards, which give players the experience of leaping into the world of Krank. Card illustration. That's schon sick. What's more, we've developed new streamlined game rules things. Based on our existing battle system, so you Duel can Links. Enjoy a quick battle during the free moments in your day. Das ist übercool. Das ist übergeil.
Our three companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the Pokemon trading card game. Yeah, it's okay. As well as those who've never played before. Yeah, it's cool. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of the Pokemon trading card game, Pokemon Trading Card Game Pocket. Thank you so much. Thank you, Mr. Kitano. We plan to launch Pokemon Trading Card Game Big Announcement in 2024. Please look forward to more details in the future. Ja, bin ich. Just one more thing. Eine Sache wäre dann noch, okay. We'd like to end today's presentation. Zum Abschluss der Präsentation haben wir ein letztes Spiel für euch. Oh mein Gott, Chat. Thank you for tuning in. Oh mein Gott. Ja, alles entscheidet sich. Stand da Sueme. Ist 100% Johto. Muss eigentlich, ne? Da sind die Kognito überall. Was stand da? Stand Sueme. Das ist Let's Go, oder? Detektiv Pikachu. Zusammenlebens von Menschen und Pokémon. Hä? Ein Legends Game? Ist Legends in der Zukunft? Oh, ist der Quaffaff! Wir bekommen Quaffaff, Jet! Das ist big! Das ist wichtig! Ihr versteht es nicht! Hey, das ist X und Y! Wait! Wait! Warum sind wir in Kalos? Illumina City. Pokémon Legenden? Oh mein Gott, ja! Ja, let's go! Oh mein Gott! Wie sick! Oh mein Gott! Okay, es kommt nächstes Jahr erst. Oh mein Gott! Hä, hey, wie übergeil! Mega-Entwicklung! Oh mein Gott, was? 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 Hä? Oh mein Gott! No fucking way! Hä? Und wir bekommen dieses Jahr gar nichts. Das ist actually sick. Das ist actually sick. Das ist actually sick. Wir bekommen Legends Z mit Mega-Entwicklung. Wird ein Switch 2 Game. Könnte maybe sein. Könnte actually for real sein. Könnte wirklich geil. Könnte wirklich sein. Oh mein Gott. Pokémon Z ist real. Wir bekommen die Backstory. Von AZ. Wir bekommen wahrscheinlich endlich AZ Fluette im Game Chat. Wir bekommen wahrscheinlich endlich AZ Fluette. Wir bekommen wahrscheinlich endlich AZ Fluette. Oh mein Gott, das ist cool. Keine Ahnung, so. Achso, ja, das ist die Frage, ja. Ist die Frage, ob das halt einem ähnlichen Stil wird, weil es da sehr futuristisch aus, oder? Ich meine... Warte, wir schauen noch mal kurz rein. Wir schauen noch mal kurz rein. Guck mal, die Menschen, die dort leben und alles drum und dran, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja nicht... alt. Zeitreisen.
Also, dass wir Quaffaff bekommen, ist, by the way, wirklich ein absolutes W. Wahrscheinlich neue Konsole, deswegen kein Ingame-Stuff. Ja, wahrscheinlich. Also gehe ich auch hart von aus. Ist Gegenwart? Scheiß Hund. Kack auf den. Nein, das ist übergeil. Muss ja nicht in der Zukunft sein. Guck, ich sehe, das ist Finale gegen Durengard. Warte, das ist es Crocodile hier? Ich glaube, es ist Crocodile, ne? Garnovil und Rabigator. Warte, wir müssen alle Pokémon schauen. Alle Pokémon. Guck mal, Crocodile hatten wir in Legends Arceus. Obviously auch nicht. Okay, warte. Wir gehen da nochmal von vorne rein. Okay. Wait. Streng geheim. Städtischer Umgestaltungsplan Illumina City. Eine Vision des harmonischen Zusammenlebens von Menschen und Pokémon. Ich dachte auch zuerst Selektiv Pikachu. Was ist das oben rechts? Ja, absolut keine Ahnung. Ich dachte auch Safe Detektiv Pikachu. Da war wieder dieses Logo, ne? Das Logo hier sieht man richtig häufig. Das ist wahrscheinlich irgendeine Organisation oder so. Bingo, by the way. Yes, ich mach's sofort. Das ist wahrscheinlich sowas wie Galaktik. Wie die Galaktik-Expedition, I guess. Machen wir Pokémon Legends. Bingo! Wir haben ein Bingo-Chat. Bonko! Ist ehrlich weird, dass kein Johto kommt, ne? For real. Aber muss ja, also die Sache, die kann ja noch passieren, Bunter, weißt du? Wir haben ja, also, actually haben wir gar nichts bekommen. Legends zählt ja nicht so wirklich 100% mit rein, aber ja. Sehe ich schon. So. So, ne? Die Kognito haben wirklich getrollt. I mean, eigentlich ist das ganze Video ja nur eine Skizze von der Organisation, wie sie sich die Stadt vorstellt. Ja, quasi. Vielleicht ist es... Oh, stimmt. Okay. Hold on. Das ist, wie Ludes gerade sagt, das ist wahrscheinlich die Entstehung von Illumina City. Das spielt wahrscheinlich, bevor Illumina City existierte. Das ist wahrscheinlich so der Aufbau von Illumina City. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du so richtig viel grinden musst, um die Stadt aufzubauen. So Dragon Quest Builders-like. Weil es ist ja dieses... dass Menschen und Pokémon zusammenleben und wie machst du das am besten? Halt, indem du halt einen Ort dafür gestaltest. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist wahrscheinlich so das Ding. Und das hier ist alles Prototyp-Skizze. 3D-Modeling damals 1902. So, okay, warte. Stopp. Pyroleo und Leufeo. Da war noch was. Ah, ist nur Flabébé, okay. Flabébé und Quaffaff und Klavion. Datiri. Und Dragonir. Ich meine, Dragoran hatten wir in Dings auch nicht in Legends, Arceus, ne? Resladero. Garados. Carpador, Datiri, Hippopotas. Da rechts ist wieder Quaffaff, Junge. Die haben so viel Quaffaff, ne? Wir werden wahrscheinlich neue Mega-Entwicklungen bekommen, ne? Versteht ihr das, Chat? Wir werden wahrscheinlich neue Mega-Entwicklungen bekommen. Sternus da unten auch. Yes. Emolga? Oh, scheiß auf Emolga. Warte. Stand da nur Pikachu da oben? Ah, Chevrum ist noch oben links. Seht ihr nicht. Aber da ist noch Chevrum. Durengard, Felinara, Rabigator. Boah, meint ihr, dass irgendwelche von diesen Pokémon dort Mega-Entwicklung bekommen?
Oh, Evan, hast du das von Twitter gepostet? Von Pokémon? Mitte des 19. Jahrhunderts verwandelte sich Paris binnen weniger Jahren vom mittelalterlichen Gassengewirr zu einem Paradebeispiel für Stadtplanung im Zeitalter der Industrialisierung. Verantwortlich für diese Transformation war Georges Eugene Haussmann, der die Stadt im Auftrag von Napoleon III. Umbaute. Ich glaube, das ist nicht aus dem Game. Ich glaube nicht, dass es Pokémon gepostet hat. Seine Stadtplanung prägt das Bild von Paris und Großstädte von Berlin bis Buenos Aires, bis heute. Okay. Napoleon kennen! Scarabon und Pinsir. Bestesenten Clufensa. Onix, Evoli, ja, war ja klar. Aber ist gut. Pandago ist da rechts unten. Oh Gott. Nicht so schnell. Hast du wieder Pyroleo. Und ich glaube Rabigator. Das ist so wild, weil das so ähnlich aussieht wie die Ja-Reim. Sofort. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die Datei-Anfangssequenz aus Pokémon X und Y, ne? Die Musik ist ein richtiger Banger. Das ist so sick. Das sieht übersick aus. Das Logo sieht richtig, richtig geil aus. Das ist die Frage, Remix. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Mit Weapon. Mit Weapon. Hallöchen, was geht? Moin. Ich analysiere gerade dieses Symbol da ganz am Anfang, weißt du? Ja, dieses, ja, das wird wahrscheinlich, also ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich einfach nur wie die Galaktik-Expedition, das ist so, das von ihm, von der Organisation, guck mal, also pass auf, das ist ja, ja wahrscheinlich so, du musst wahrscheinlich auch so, wie du ja auch dich für Jubeldorf eingesetzt hast in Legends, musst du auch in dem Legends-Teil wahrscheinlich mit bei der Stadtaufbau, bei dem Stadtaufbau helfen, weißt du? Mhm. So, und das ist wahrscheinlich das Logo der Organisation, die... Ne? Das Ding ist ja, aber es ist ja wahrscheinlich trotzdem eher Zukunft, weil es ist ja ein Redevelopment Plan. Warte, das bedeutet, warte ganz kurz. Lenny hat geschrieben, ja. Hab Angst, dass ein Gen 5 Remake nicht kommen wird. Lenny, das war das. Bro, wer hat denn gedacht, dass Gen 5 Remake überhaupt kommt? Ich finde, das ist immer noch eine der Sachen, die ich nicht verstehen kann. Dass ich habe es mit Absicht nicht auf mein Bingo geschrieben, weil ich sage, das ist so unwahrscheinlich. Ich dachte mir so, wer denkt ernsthaft, dass wir drei Jahre nach dem Gen 4 Remake, ein Gen 5 Remake erhalten, wobei wir zwischen Uras und Gen 4 Remake 7 Jahre hatten. Zwischen den Remakes, also davor waren 5 Jahre. Außerdem kommt noch die Tatsache dazu, dass... Wir bekommen auch keine 2 auf Switch. Genau, wir hatten noch nie zwei Remakes auf einer Konsole. Ja. So, das ist halt einfach nichts Realistisches gewesen, finde ich. Mhm. Also von Anfang an. Glaubst du, ZA kommt auf Switch 2 raus? Die haben ja nichts gesagt oder so, ne? Die Frage ist halt... Die haben ja auch nichts gezeigt, kein Gameplay, kein gar nichts. Die Frage ist halt wirklich, bekommen wir es jetzt Anfang oder Ende des Jahres? Boah, Ende des Jahres würde es Gen 10 ersetzen, weil Gen 10 würde ja sonst Ende des Jahres 2025 kommen. Und wenn Anfang, dann... Sagst du ein Januar-Ding wieder? Also ich glaube, es kommt auf der Switch. Ich bin mir sehr sicher, es kommt auf der Switch raus. Ja, ja, ich glaube schon. Game Freak ist nicht so schnell. aber dann hätten die doch ja minimal irgendwas an Gameplay oder so gezeigt oder gesagt, das kommt für die Switch oder so, oder nicht? Nee, müssen die ja nicht. Warum nicht Switch 1 und Switch 2 wie Breath of the Wild? Die haben ja nur 2025 gesagt, weil die ja vielleicht auch einfach selber sehen, ja okay, schaffen wir das oder schaffen wir das vielleicht nicht. Aber es ist übergeil, oder? Dass dieses Jahr nichts kommt. An sich? Ja, ich weiß. Die Sache ist, ist es wirklich dadurch gut, weil wenn es Januar 2025 kommt, dann sind 2 Monate Unterschied, finde ich, macht es das nicht besser, in dem Sinne, dass wenn man merkt, dass die Qualität der Games halt trash ist. Aber es kam auch lange jetzt nichts mehr, ne? Also Carpus ist jetzt ja auch schon etwas älter. Aber abgesehen von den DLCs hatten wir nichts, woran Game Freak aktiv gearbeitet hat.
Naja, die haben ja trotzdem, also die haben ja schon angefangen zu arbeiten an den nächsten Spielen, als kam sie mit Pupo noch nicht draußen. Also das so funktioniert ja Game Design. Yeah. So, deswegen. Also die haben ja die ganze Zeit dran gearbeitet und dann, also deswegen, ich bin sehr gespannt, ja, was die machen werden, dass wir nicht, also mein, also ich glaube, das Beste, was einfach für die Pokémon-Serie als solches passieren könnte, ist, dass 2025, Ende des Jahres, dieses Legenden-Game kommt und dann das Jahr drauf erst die neue Generation, damit die vielleicht qualitativ hochwertiger ist. Aber für die Szene als solches wäre es blöd. Allein für die kompetitive Szene musst du überlegen, wir haben normal diesen 3-Jahre-Zyklus und das dritte Jahr ist schon schwieriger, wenn die das 4 Jahre machen. Ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Also das, also ich glaube es erst, wenn ich sehe. Wie? Gen 10 muss nächstes Jahr kommen, sagst du. Ich, was heißt muss? Also nicht, dass ich es mir wünsche. Ich glaube, es wird trotzdem passieren. Ich glaube, wir werden... Würdest du es dir aus kompetitiver Sicht wünschen? Aus kompetitiver Sicht ja, aber nicht... Also aus Fan der Serie und die Hoffnung der Langlebigkeit, weil irgendwann wirklich vielleicht dieser Punkt kommt, wo doch mal alles platzt, wäre es, glaube ich, besser, wenn das nicht so passiert. Ich glaube, wir bekommen Legenden Z, A, wie auch immer das dann jetzt am Ende heißt, Anfang 2025 und wir bekommen dann bei der Presents nächsten Jahres Gen 10 aufgetischt. Das war weil das Ding ist, Gen 10, also es reicht ja denen immer, wie sonst auch immer in der Presents halt Anfang des Jahres das vorzustellen und dann kommt das Ende des Jahres. So. Also, und es gibt ja mehrere Teams, die an etwas arbeiten. Also ich glaube nicht, dass dieses Legenden-Game das Game ist, wo jetzt 100% von Game Freak die letzten 3 Jahre eingespannt war und nur daran gearbeitet hat. Mhm. Wäre wahrscheinlich cool, weil dann könnte es ein sehr cooles Game werden. Ich glaube aber nicht, dass es passiert, weil du musst halt überlegen, du musst so viel weiterführen, nebenher noch, alleine Merchandise-mäßig. Und das kannst du mit vielen neuen Pokémon noch mal mehr, als wenn du nur alte Pokémon zurückbringst. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie hier neue Pokémon viele haben werden. Vielleicht so wie Mega-Entwicklung halt, ne? Neue, safe. Und so. Mega-Entwicklung ist halt ein Safe. Also weißt du, wenn du in einem Jahr neue Mega-Entwicklung plus eine neue Generation droppen kannst, was das marketingmäßig ist und Plushes und dies und das und Merchandise, was du alles verkaufen kannst, das ist ja insane. Und wenn man so wirtschaftlich denkt, wird das wahrscheinlich der Way to go für die sein. Also ich will es jetzt nicht callen, wenn es am Ende nicht so stimmt, aber don't get me wrong. Ja. Aber wenn wir jetzt Mega-Entwicklung in Legenden ZA bekommen, das ist ja wie mit den Hisuimons oder auch mit was weiß ich was, es ist zu, ich sag mal, 80% safe, dass wir Mega-Entwicklung in den nächsten Main-Games bekommen, ne? Muss ja eigentlich, wenn die jetzt neue Formen rausbringen. Nicht unwahrscheinlich. Nicht unwahrscheinlich. Dachte, aber auch nicht was safe. Was ich mir vorstellen könnte generell, dass Gen 10 so ein wirklich it all comes together. Meinst du wirklich? Generation, ich meine, Gen 10 ist krass, ne? Meinst also, du, wie dieses Bild von Ash, wo er so alles hat, so Mega-Entwicklung, Z-Move und was weiß ich nicht was. Also das ist jetzt mein Call. Oha. Im Jahre 2024, Februar, 27. Der 27. Februar, 15.29 Uhr. Ich calle, Gen 10 wird Mega-Entwicklung, Z-Kristalle, ach du Scheiße. Dynamax, ach du Scheiße. Terra-Kristallisierung haben. Oh mein Gott. Ich meine, das ist mein Call. Das ist sozusagen das, wo vielleicht alles gerade drauf hinarbeitet, weil du kannst nicht jede Generation irgendein Game-Defining Mechanic einbauen, die alles verändert. Also ja, kannst du, aber irgendwann erschöpft sich das auch. Ja. Und was ist, wenn du in der Jubiläumsgeneration sagst, hier passiert alles, das ist crazy, du kannst alles benutzen, wie wir das alles handeln, lass das Zukunfts-Game-Freak mal entscheiden. Dynamax, es heißt nicht, dass du dass deine Max eine Pokémon Z kristallisieren kannst und Terra kristallisieren und Mega entwickeln kannst. Aber dass du alle in ein Game baust, dass alles sozusagen als Option da ist, nicht, dass du alles auf einen Pokémon anwendest, das halte ich nicht für unrealistisch. Vielleicht musst du vorher festlegen, was du davon mitnimmst und dann sieht man im Battlescreen, welches Gimmick der Gegner mit hat. Das kann ja halt sein. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das sagen kann. Das heißt, muss jetzt nicht heißen, dass du in einem Game Dynamax sehen wirst, Z-Kristall, Terra und Mega-Entwicklung. Also, das muss es nicht heißen. Safe. Aber es gab schon mal Mega-Entwicklung und Z-Kristall in einem Team. Okay, pass auf, hear me out, ja? Ja. Mega Rayquaza. Ja. Aerium Z. Dynamax, Terraflug. Ja, also das wird nicht passieren. Also ein Call ist nicht, dass wir alle diese Sachen gleichzeitig auf einem Mon haben werden. Das glaube ich nicht.
Aber mein Call ist es, dass wir alle Mechanics in einem Spiel haben werden und Zugriff auf diese Mechanics haben werden. Ja, sehe ich. Und das wäre actually crazy. Den nehme ich, ja, habe ich gesagt. Mega Rayquaza. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so. Also, es könnte super funktionieren. Ich sehe selbst, was du meinst. Also, es könnte funktionieren. Es hört sich halt nach einer ganz verrückten Sache an und yo, who let bro cook, so nach dem Motto. Mhm. Aber ich glaube, dass sowas passieren kann für die 10. Generation. Und dann gibt es dann statt G-Max, gibt es dann manche Mega-Entwicklungen, die vielleicht G-Maxen können, so weird das klingt. Wisst ihr, wie ich meine? So als neue Form, weißt du? Schauen. Könnte alles sein. Könnte alles sein. Es kann auch einfach sein, wie gesagt, du hast dann kannst du hast Dynamax in einem Kampf gemacht und dann kannst du nicht mehr Mega entwickeln. So, kann natürlich auch einfach sein. Kann auch sein, ja. So, also wie gesagt, es wird irgendwas geben diesbezüglich. Ja, ich bin jetzt echt gespannt auf dieses Legenden-Game. Es sah interessant aus. Ich glaube, es wird halt ein Zukunftsgame sein und kein Vergangenheitsgame. Ein Zukunftsgame nicht. Es muss ja vor Kalos spielen. Ich denke mal, du baust ja Illumina City auf. Ich glaube, du baust Illumina City auf. Ja, da steht ja am Anfang. Redevelopment. Ja, ja, aber heißt, meinst du wirklich? Also du baust es ja neu auf. Weil das Ding ist, ja, aber was ist, wenn es vorher, weil du siehst ja am Anfang, siehst du ja diese erste Skizze, das ist ja sehr, sehr oldschool. Ja. Also so. ich seh den Punkt, es ist am Ende des Tages natürlich, also Illumina City hat ja schon vorher existiert und wahrscheinlich wäre Redevelopment, okay, es ist alt, wir machen es jetzt neu und es ist ja relativ modern. Illumina City ist sehr modern, ja, und du siehst ja, ja auch ja. In der 3D-Skizze siehst du ja auch ja. Den Illumina-Turm und so weiter, weißt du? Mhm. Also so wie die 3D-Skizze aussieht, so sieht Illumina City auch in X und Y aus. Ja. Und deswegen glaube ich halt, maybe, dass so... Deine Quests sind irgendwie, sammle Materialien, sammle Strom beim Kraftwerk. Plötzlich kommt irgendein krankes Mon oder so, weil das Kraftwerk immer noch unused ist seit Jahren irgendwie, weißt du? Also ich glaube, es könnte so ein bisschen auch in so eine Dragon Quest Builders Richtung gehen oder so, weißt du? Okay. Aber, was heißt, kann ja auch nicht zu krass in der Vergangenheit sein an sich? Weil die Frage ist, also... Wie alt ist Illumina City? Das sozusagen, ist das Illumina City jetzt, wie wir es dann sehen in dem Trailer, die Vision, wie es sein soll und wie es jetzt in der Gegenwart ist? Wahrscheinlich. Und wir sind jetzt in der Vergangenheit und versuchen genau dieses Bild von Illumina City zu kreieren. Oder spielen wir in dieser Art von Illumina City gerade so, wie es gezeigt wird? Das ist die Frage. Aber dadurch, dass es halt, wenn wir eine Skizze übergeht, sehe ich den Punkt. Also... Also ja, für mich, ich habe erstmal Redevelopment Plan ein bisschen anders gesehen. Verstehe ich. Auf diesem alten Papier und dass es halt ein Urban Redevelopment ist, also dass du sozusagen sagst, okay, wir versuchen halt diese Stadt, die ja schon existiert, komplett neu, einen neuen Glanz erstrahlen zu lassen, ja. Aber ich glaube, also kennt man so viel über die Vergangenheit von Illumina City? Weiß man da so viel? Ich bin actually selber ratlos. Weil das Ding ist, Legenden Arceus spielt auch nur so 100, 200 Jahre vor Sinnoh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Illumina City könnte ich mir gut vorstellen, dass es halt, also klar, es gibt Strom in der Zeit und so weiter, gar keine Frage. Das wird schon ein bisschen, also in Legends Arceus, da war Strom schon teilweise echt wildes Ding. Also sie hatten jetzt auch schon ein bisschen Strom, aber das war auf jeden Fall noch ein bisschen älter. Waren das nicht tausende Jahre vorher? Das habe ich auch letztens gesagt, aber Chat meinte immer zu mir, nee, das sind nur 100, 200 Jahre, Legends. Also Jay hat auch geschrieben, könntest nach dem Krieg spielen und du baust die Stadt wieder auf. Auch interessant eigentlich. Aber das ist 3000 Jahre her. Richtig, das ist glaube ich das Problem. Ich glaube nicht, dass da so viel Strom ist, dass sie da ein 3D-Modell von Illumina City basteln können. Also... Ja, ich glaube, das können sie eh nicht basteln, weil das ist ja nur das, was der Trailer uns zeigt und die haben ja nur dann gehen wir wieder in die Skizze zurück. Yeah, also das ist die Skizze und so ist in deren Kopf soll die Stadt so aussehen. Und deswegen, also Leute schreibt ja auch, das sieht alles viel zu futuristisch aus, ja, aber vielleicht ist das halt das Ding. Das sind Leute im 19. Jahrhundert und die stellen sich im Kopf so vor, wie die Stadt irgendwann aussehen soll. Und das ist dann ja auch tatsächlich Tatsache, weil so sieht dann Illumina City aus. Ich habe auch erst andersrum gedacht, aber ich sehe den Punkt, dass es durchaus einfach in der Vergangenheit sein kann und so die Zukunft aussehen soll und du diese Zukunft mitgestaltest. Ja. Und Verstehe ich den Gedanken, ja. Und ich denke halt, Illumina City wird wahrscheinlich dann so wie dieser Anschluss, also wie dieser Ort sein, wie Jubeldorf halt, wo du halt immer wieder zurückkehrst. Ja. Weil... Es gibt ja in den Main-Pokémon-Games keinen Ort, zu dem du immer wieder zurückkehrst. In Legends halt schon. Und hier ist es halt dementsprechend Illumina City dann. Ja. Und dann gehst du halt auf Reise und sammelst halt Sachen und dann wirst du halt wieder verschiedene Elemente sehen, die du halt, so das Kraftwerk und was weiß ich nicht was, halt in wahrscheinlich älterem Aussehen. Ja.
Wie fandest du jetzt gerade an sich die Präsenz? So in alles in allem? Okay. Also ich habe, by the way, richtig krass mit Incognito überlegt, aber da am Ende stand wahrscheinlich einfach nur falsch herum See You und ganz am Anfang Pokémon Presents. Sehe ich. Aber schade, weil ich dachte wirklich, da könnte man irgendwas rausziehen, aber das war wohl einfach nur so ein bisschen, um einen auf die falsche Fährte zu locken. Ja, ja, ja. Das Pocket TCG Game, ich nenne es jetzt mal ganz frech Pokémon Duel Links, weil es ist ja, finde ich eigentlich cool. Also, aber glaubst, also ich sag safe, die Karten werden jetzt online halt nur verfügbar sein und dann werden die irgendwann im Real Life geprintet. Ja, ja, genau, weil die Designs sind halt krass, ne? Ja, 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 ja. Alter. Die Designs sind wirklich crazy. Also das Mauzi und das Lapras und das Pikachu waren schon wirklich insane. Ja, ja. Aber ich war erstmal voll verwirrt. Hey, es gibt doch die TCG Online-App. Die sieht halt aber auch so aus wie die TCG Online-App, aber es ist nicht. Der hat halt das erste Booster geöffnet. Ich habe direkt gesehen, das sind 5 Karten aus anderen Sets. Die sind in keinem Set drin und dieses Set, was dort auf diesem Booster steht, existiert nicht. Ja, ja, das existiert nicht, richtig. Genau, aber das ist, glaube ich, in Duel Links ja auch alles so ein bisschen ähnlich. Mhm. Also ich glaube, das ist schon sehr hart inspiriert. Das Einzige, was ich mich frage, und jetzt wird's crazy. Ja. In Duel Links hast du auch eine Map und Missionen und so weiter, die du machen kannst. Du kannst auch Geld investieren, um dir Packs zu holen. Du bekommst jeden Tag 2 Booster geschenkt. Aber hast du auch die Möglichkeit, mit Events und Quests und Dailies und so weiter eventuell, sagen wir jetzt, ich nenne es einfach mal Gems oder so, zu farmen, um dir noch zusätzlich Booster in-game zu kaufen? Oder ist es, Pay-to-Win ist es safe? Nein. Also ich glaube, es ist safe Pay-to-Win. Aber es ist halt gleichzeitig die Tatsache, dass du die Leute motivierst. Am Anfang ja irgendwie musst du die Leute motivieren, dass sie überhaupt spielen. Ja. Wenn du von Anfang an halt die Tatsache hast, ja, du musst Geld dafür bezahlen, dann werden es automatisch weniger Leute runterladen. Ja. Wenn es aber so ein Ding ist, boah, das bringt ja eigentlich ganz Spaß und jetzt cash ich rein, weil ich halt mehr spielen will. Ja. Darum geht es ja bei solchen Games. Deswegen glaube ich schon, dass du halt dir welche farmen kannst. Auch so dieses you got a pack und so. Ja. Ist wahrscheinlich so, du bekommst daily irgendwie 1-2 Booster oder so. 2 Booster hieß halt da. Du bekommst jeden Tag 2 Booster. Ja. Und das ist halt cool, so an sich natürlich. Aber ich kann mir das echt gut vorstellen, wenn ich jetzt angenommen, ich bin, ich weiß nicht, komm, wir besuchen uns und dann, und dann sagen wir, ey, lass mal eine Runde zocken und dann zocken wir so ein entspannt, so ein Best of Three, weißt du? So keiner casht rein, wir spielen einfach ein bisschen for fun oder so. Genau. Das stelle ich mir halt sehr cool vor. Das ist an sich cool, es ist halt am Ende des Tages eine Cash-Cow wieder. Ja, ja, und jetzt eh eine Cash-Cow ist. Aber gut, so, du musst es halt nicht nutzen, ne? Ja, 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 safe. Aber das finde ich auch. Ich finde es nett. Nee, ich finde es nett. Ich finde es wirklich cool. Der Rest davon habe ich wirklich, sage ich ganz ehrlich, nicht. Aber ganz ehrlich, ich fand es gut, wie es gemacht wurde. Ja. Weil es war einfach schnell. Bum, bum, bum. Ich dachte, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht bei dieser Transition, weil es kam diese richtig krasse Transition. Mhm. Ich dachte so, jo, was ist das? Und dann kam Pokémon Go und ich war so, ja, okay. Ja, war ja zu erwarten. Und dann war es so, okay, das ist immer diese Transition. Was mich enttäuscht hat, weil dass ich konnte nicht enttäuscht werden. Dass wir nicht zu den Worlds bekommen haben. Ja. Meine einzige Aussage war im Vorfeld, ich erwarte ein Worlds-Datum, weil das letztes Jahr auch so gemacht wurde. Ja. Kutler auch geschrieben, dass sie kein Worlds-Datum announced haben, das ist halt crazy. Ja. Und ich glaube, UIC ist sonst halt die Option, weil da ist Ishihara normalerweise immer. Mhm. Und Ishihara kündigt da immer irgendwas an. Das heißt, am Finals Day von UIC bekommen wir bei EUIC eine Präsenz oder ist es erst im Juni wieder? Nee, also es ist keine Präsenz an sich, sondern es ist halt einfach, Ishihara kommt und macht dann nochmal hier ist so ein kleiner Clip oder Trailer oder irgendwie sowas. Zum Beispiel. Und dann bekommen wir vielleicht die erste Mega-Entwicklung oder die Starter oder so, sagst du. Ja, also EUIC wurde zum Beispiel Dynamax revealed, also halt Dynamax-Karten, TCG. Letztes Jahr wurde, die neue Unite-Map wurde vorletztes Jahr? Nee, das war bei den Worlds, das war gar nicht bei EUIC. Ja, also letztes Jahr wurde auf jeden Fall bei EUIC EX, EX war es Worlds? Nein, EX wurde da schon enthüllt bei EUIC. Okay. EX, oder? War es bei Worlds? Nee, ich glaube, nee, A-Spec wurde bei Worlds revealed, genau. Und EX, das gab's ja schon, stimmt. EX wurde, glaube ich, damals letztes Jahr bei EUIC revealed, dass das kommt. Richard geschrieben, also auf Twitter. Nee, muss das Jahr davor sein? Auf Twitter bei Nintendo gerade, in New Adventures set entirely within Lumio City. Das macht mir ein bisschen Angst, dass man legit nur Illumina City ist. Das glaube ich, das kann nicht funktionieren. City ist halt riesig, ne? Aber. Ja, ja. Aber du kannst kein ganzes Game da drin. Du musst ja irgendwoher auch Materialien farmen oder so, I guess. Es wird, denke ich, schon Dings geben. Zutrauen würde ich den aber. Am Ende des Tages können wir darüber spekulieren, wie wir wollen. Am Ende wird es vielleicht trotzdem krank gut umgesetzt. Guck mal, stell dir vor,
es existiert nur Illumina City, dann sieht es am Ende bestimmt gut aus. Da müssen die ja nicht so viel machen. Da können wir auch mal. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sich jetzt das Jahr noch entwickelt. Also es ist halt interessant, dass wir einfach. Dass wir nichts bekommen haben. Und aber jetzt, hear me out. Pass auf. Ich mache jetzt einen Call. Als Pokémon Mystery Dungeon DX, ja, angekündigt wurde, damals bei einer Presents am Geburtstag, kam es im März raus. Direkt einen Monat später. Okay? Ja. So, und ich sage, also ich glaube, wir bekommen, ich bin mir relativ sicher, Richtung Juni und September bekommen wir meistens immer noch eine Präsenz. Also bei beiden Monaten haben wir bisher fast immer Präsenz bekommen. Und ich denke, dass wir an einem der beiden Monate auf jeden Fall noch ein etwas größeres Spin-off fürs Wintergeschäft sehen werden. So, oder lass es von mir aus ein Battle Revolution sein oder sonst irgendwas, weißt du? Ja, das wird nicht passieren. Nee, aber ich sage ja nur irgendwas, weißt du, weil Battle Revolution würde halt dann in die Richtung gehen. Ja, sorry. PMD Himmel. Ja, genau, PMD Himmel. PMD Himmel Remakes. Aber ich glaube, wir werden niemals wieder was in Richtung Kolosseum oder irgend sowas sehen, außer als Handy-Game, wo man Geld machen kann. Meinst du? Ja. Es macht einfach kein Geld. Also, ich will das auch. Ja, ja. Aber aus der Sicht von einer wirtschaftlich denkenden Firma, ja, stecken wir jetzt halt Arbeit rein und Ressourcen, ja, in ein Game, was vielleicht 5 Millionen Verkäufe auf der Switch macht. Mhm. Oder ein Handy-Game, was viel mehr Geld langfristig macht, weil man halt drüber hinaus, wenn man es updatet und so weiter und so fort und gut halt nutzt, halt viel mehr mitmachen kann. Ich meine, sieht man ja allein jetzt mit dem TCG-Ding jetzt gerade. Das ist einfach eine Cash-Cow. Ist einfach so. Ja, aber gefällt mir, muss ich sagen. Ja, ich meine, das kann man finden, wie man will am Ende des Tages trotzdem. Aber so denken die halt. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir. Also, ich würde mich darüber freuen. Und ich möchte wrongproof werden. Ich möchte Unrecht in dieser Hinsicht haben. Ich möchte, dass mir irgendwie Kolosseum raufgeballert wird. Oder Battle Revolution-artiges Game. Das wäre super. Für alle. Also, für uns alle zumindest. Nicht für alle, weil ja, alle das spielen würden. Aber ich glaube leider nicht, dass es passieren wird. Sich. Okay, pass auf, ich habe mir jetzt das Logo nochmal angeschaut, oben rechts, ja? Ja. Also, pass auf, guck mal. In Legends Arceus ist es ja so, da gibt es ja die Galaktik-Expedition. Aber es war schon meiner Meinung nach relativ klar, dass sie nichts zu Team Flair machen können, weil, weil Team Flair will einfach nur die Welt zerstören. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes. I don't know. So. Und ich denke, dass das oben rechts, dass es irgendwie die, ich nenne es jetzt einfach mal Illumina-Expedition ist, dass es irgendwie das Illumina-Logo ist, weißt du? Ich glaub, also ich sehe da halt diese Waffe halt da drin, weißt du? Oh, stimmt! True! Das war das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, als ich in den Call reingegangen bin. Habe ich nicht gehört, sorry. Aber alles gut, ja. Also, es ist ja quasi das, was ja auch Carlos so bestimmt hat. Und dass das aber auch so ein bisschen diesen Wiederaufbau einleitet, weil das ist ja das, was passiert ist vor 3000 Jahren. Und das hat aber auch dazu, musste ja irgendwie zwangsläufig zu einem Wiederaufbau führen. Und ich glaube, deswegen ist das halt so ein bisschen daran angelehnt. Ja, und es sieht ein bisschen aus wie die Blume von Floet, ne? Schreibt sie es quasi aus wie die Lanze. Ja, also das ist ja, die Blume von Floet ist ja die Basis für die ultimative Waffe. Ja. Deswegen, ich glaube auch, wir haben nie Azis Floet bekommen. Nö. Obwohl es in-game war. Ja. Ich glaube, dass dieses Pokémon eine Rolle spielen wird. Boah, die Werte von dem sind geil, ne? Wäre auf jeden Fall cool. Also es wäre cool, wenn der halt endlich mal überhaupt genutzt werden kann, weil du konntest den im Game haben. So Leute konnten sich den reinschieben, aber der war einfach nicht drin. Und der wird Shiny Locked halt sein. Ich call's jetzt. Ja, das ist okay. Nein! Stopp! Ja, ist natürlich nicht okay, aber was ist so. Guck mal, der hat 92 Speed, ja. Ja. Und 125 Special Attack. Mhm. Und 128 Special Death. Ja, natürlich wäre der cool, so. Schon geil. Also, da bekommt es auch noch eine Mega-Entwicklung. Und Lux Calamatias hat er dann noch und dann geht's halt rund. Lux Calamatias. Also ich glaube, der ist jetzt nicht insane. Also der ist okay. Nö, nicht insane, aber ist cool. Also, du musst überlegen, dann spielt es einfach Flutterhaar. Der hat 135, 135, 135. Ist ja, aber besser, der hat nicht den Ghost-Type. Ja, aber... Ich glaube, Mono Fairy könnte schon strong sein. Ja, aber trotzdem Flutterhaar. Geht Lux Calamatias auf beide? Nee, ich glaube nicht. Ah, Arschmann. Lux Calamitatis, gucken wir mal. Der
Der Matthias, wobei hier, aber auf PokéWiki steht es meistens falsch, steht beide, aber. Aber 50% Rückstoß ist halt auch trotzdem Trash. Ja, stell dir vor, so ein Stahlstrahl auf beide. Boah, das wäre schon big. So ein Goldrausch auf beide. Wäre schon big. Ja. Ja, mal gucken. Terra Felux, Karl Matthias. Mit Dynamaximierung und Mega-Entwicklung und Mega. Z-Kristall. Aber ich muss jetzt mal wirklich sagen, hier nochmal an der Stelle rein, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, das Logo und die Farben sehen ultra geil aus. Na, das muss ich mir nochmal Das Pokémon-Legenden. Ja. Oh, oben rechts steht sogar Nintendo Switch. Das ist alles verloren, Chat. Ja, siehst du. Es ist alles verloren. Ich hab's auch gecallt. Es ist alles verloren. Ja, so ist schon. Also, A ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das Pokémon ansehe, aber es ist doch, finde ich schon nice. Das, also auch das mit dem Rosa, weißt du? Mit dem Rosa-Grün. Ja. Ich sag Rosa-Grün, ja, also ich sag so Pink-Grün, das ist halt die Splatoon-Farben, die immer nutzen, die sind einfach geil. Moin, Rift, so was geht. Ja, nee, Switch-Logo. Ja. Ja, also hätte mich jetzt auch, es hätte mich auch gewundert. Mich nicht. Hallöchen, Flobertus. Danke für den Raid. Was geht? Wie findet ihr die Direct? Die Presents. Wie fandet ihr es? Wo SW3? Was für SW3? Scarlet Violet. Schwarz-Weiß 3. Scarlet. Achso. Nein, SW. Scarlet Violet 3. Scarlet Violet 3. Ja, Mann, jetzt C3. Hallo. Ich weiß doch. Alles gut. Ich mach mal einen Joke. Aber das. Wo Worlds Datum? True. Aber ich sag wirklich, also. Das Logo gefällt mir richtig gut. Das Set halt von Seigard. Das A sieht so ein bisschen aus wie so Baum, wie so Entstehung halt, ne? Mhm. Ist ein geiles Logo. Könnte wahrscheinlich mit eins meiner Favorite-Logos of all time sein. Von allen Pokémon-Logos. Ich wollte gerade sagen, Pokémon hat halt generell nicht so gute Logos, deswegen ist es schon mal einfacher. Ich fand gerne Arceus auf jeden Fall. Stimmt, das Z ist zu Pokémon. Scarlet Violett mit W. Das A ist der Illuminaturm. Also, hier, Lola schreibt ja auch das Lambda, das sehe ich auf jeden Fall. Ist das der Illuminaturm? Weiß ich nicht. Naja. Ich sehe da eher das Lambda, ja. Ja. Als, ich sehe den Eibelturm. Nee, ist ja wieder eben. Eibelturm. Der Eibelturm. Das sind Beine. Das sind keine Beine. Was für Pokémon-Legenden? A bis Z? Nee, Z bis A. Warte, würde es ZA oder AZ heißen? ZA, ne? Pokémon-Legenden ZA. Weil Z spawnt ja zuerst. Aber es ist ja nicht ZA. Es ist ja Z Lambda. Keine Ahnung. Ja, Lambda ist ja eigentlich für eine Physik, irgendwie für Wärme. Laut Pokémon Twitter ist heiß Pokémon Legenden ZA. Pokémon hat es auf Twitter gepostet, ja. Okay. Pokémon Legenden ZA. Bild. Beziehungsweise irgendwie Wellenlänge und irgendwas mit Lambda ist gleich bla. Ich weiß nicht mehr die genaue Formel. Also, wie nennen wir es in Zukunft? Wir müssen jetzt schon mal den Namen festlegen. Nennen wir es ZA? ZA klingt irgendwie. Pokémon Legends Z. Pokémon Legends Z? Sagen wir, sind wir einfach stumpf? Pokémon Z. Pokémon Z? Endlich Pokémon Z. Endlich Pokémon Z. Pokémon Legenden Seigard Arceus? Rosa. Einfach Z. Das ist ein Rocket Force. Pokémon Z. Das ist auch korrekt, ja. Ja, Nintendo Japan heißt es bei Pokémon Legends ZA. Also mit dem Bindestrich, aber sie. Aber ganz ehrlich, ich feiere es, weil mit Carlos hat bei uns alles angefangen. Das stimmt, ne? Wir haben mit Carlos haben wir mit Pokémon YouTube angefangen. Krank. Das ist halt die Sache. Deswegen. It all comes together in Pokémon Sun and Pokémon. Ich verstehe bis heute nicht, was sie damit gemeint haben. Wirklich, die Theorien, die es damals gab in Pokémon Sun und Mond. Und jedes Mal immer wieder dieses It all comes together in Pokémon Sun und Pokémon Moon. Junge, nichts ist together gekommen. Ey, wir haben Mega-Entwicklung und Z-Kristalle in einem gehabt. Das stimmt. Das ist das Foreshadowing. Wie gesagt. It all comes together für Gen 10, meinst du? Wie? It all comes together für Gen 10. Ja. Mein Foreshadowing, Gen 10. Mach gleich nochmal den Tweet, damit ich das für die Nachwelt festhalte. Dynamax, Terra-Kristallisierung, Z-Kristalle, Mega-Entwicklung. Alles in einem Game in Gen 10. Gen 10, Alter. Gen 10. Das feiere ich. Ja. Aber all in all, ich sag für mich, ich gebe der Direct eine 9 aus 10, weil ich es gut finde, dass dieses Jahr nichts rauskommt. Ich sag dir ehrlich, ich hätte der Direct eine 8 aus 10 gegeben, wenn die nichts angekündigt hätten. Ja. Hätte ich gemacht. Ja, ja.
Nein, mehr am Kopen als der Average Andy Pokémon Peter, holy shit. Hä? Wieso am Kopen? Worauf cope ich denn? Also ganz kurz, aber worauf cope ich? Nee, weil du ja meinst, es kommt ja alles so, Mega-Entwicklung und Z-Moves. Nee, also, und ich finde den Gedanken, dass halt in Gen 10 Mega-Entwicklungen realistischer sind, weil, also ich will kein Dynamax, Bro, Z-Kristalle können mir auch gestohlen bleiben. Terra-Kristallisierung ist cool und Mega-Entwicklung ist cool. Also, das wird mir erreichen. Aber von dem, was ich jetzt einfach, also das ist mein Call einfach, den ich mache und ich stehe und falle mit diesem Call. Nee, ist mir egal, wenn es passiert. Also wenn es nicht passiert, dann ist es halt so. Ja, wenn es nicht passiert, dann gehe ich schnell weg. Und wenn es passiert, ich hab's gesagt, ich hab's von Anfang an gesagt. Nee, ich würde sagen, also war halt dann falsch. So haben die neue Mechanik gemacht. Aber ich finde es nicht unrealistisch, weil Gen 10 ist halt die Jubiläumsgeneration. Ja. Und dass man da halt alles. Das heißt nicht, dass ein Mega Mewtwo dann eben Z-Attacken einsetzen kann. Ja. Und sich die dann maximieren kann. Das glaube ich nicht. Ja, Mega-Entwicklung für Gen 10 dadurch confirmed. Glaube ich auch. Neuer TCG-Anlauf ist mega. Hoffen, dass sie das nicht auf random in der. Ja, safe wird es In-App-Einkäufe geben. Das TCG-Ding ist aber an sich trotzdem interessant. Ja. Also ich bin happy, wenn Z-Kristalle nicht wiederkommen. Aber ich kann es mir vorstellen. Fusion? Scheiße, stimmt. Lua hat geträumt, dass Fusion geben wird. Ist nicht passiert. Aber wir hatten Fusion auch schon mal. Fusion war schon mal ein Gimmick. Ja, okay, aber es ist kein Gimmick. Das ist ja einfach nur, zwei Pokémon konnten sich fusionieren. Das ist kein komplettes Gimmick. Boah, sieht sick aus. Ist ja auch quasi. Wir hatten ja schon Z-Kristalle, kann man ja sagen, durch die Dingens-Items. So. Durch die Juwelen? Ja. Naja, jetzt aber so, auch mal. So, als würdest du das sagen. So, naja. Weißt du? Naja, wir hatten ja nicht Fusion als Gimmick. Naja. Juwelen sind ja quasi das. Ein Item, um eine Attacke zu verstärken. Bin gespannt, wie es scheinen wird. Oh, stimmt. Oh, das wird so geil. Und das Geilste wird sein, Chat. Wir werden wahrscheinlich neue Alpha-Pokémon bekommen für den Alpha-Dex.